Guten Morgen. Heute bin ich wieder mal auf Raubfisch. Ich konnte es ja gar nicht mehr abwarten. 1. Mai, 1.5.2022. Ja, ich bin heute an einem schönen großen See. Ja, natürlich wird es nicht verraten, wo ich bin. Aber wirklich schön. Ich habe heute auch mal ein Stühlchen mitgenommen. Das heißt, ich werde immer so parzellenweise immer mich auch mal hinsetzen. Ich habe heute leckeren Rhabarberkuchen von der Frau dabei. Ja, ordentliche Sandwiches, zwei verschiedene Brotsorten. Genau, das werde ich heute schön verzehren, eventuell vor der Kamera. Und nicht, dass da einer noch eifersüchtig wird. Aber, lange Rede, kurzer Sinn, ich werde es heute mal auf Esochs probieren und mal gucken. Ich habe einen Angler dort gesehen, der andere hat sich da hinten im Schilf versteckt. Ich weiß, dass da Struktur ist. Ich weiß, dass da was geht. Aber heute ist, ich wollte eigentlich heute Seehopping machen, was ich schon mal gemacht habe. Heute eben mit dem Fahrrad wirklich einen See nach dem anderen abfahren und dann. Aber das hat sich doch nicht ergeben. Eventuell guckt ein Freund am Abend vorbei mit seinem Boot. Da muss ich kurz mal helfen wahrscheinlich. Wie auch immer. Im Endeffekt werde ich hier angeln. Und hoffe mir, dass ich wieder am 1. Mai ist es ja oft so, also mein Tipp immer an die Leute, wenn ihr die ersten 2-3 Wochen nicht im Jahr, also Mai rum, wenn der Hecht eben Saison hat, nicht geht, dann verpasst ihr den Anschluss und dann fangen ihr auch kaum mehr Meterhechte. Also die sind jetzt noch eventuell zu erwischen, zur Verfügung für alle. 50-50. Vielleicht erwischt man einen, vielleicht nicht. Wie auch immer. Jeder hat eben die Chancen. Und ich gebe heute auch mal mit verschiedenen Gummis, verschiedenes System stelle ich den nach. Und vor allem habe ich heute auch mal Vibrationsköder dabei. Also meine Hauptfischart ist eigentlich heute gar nicht der Hecht, der Esox. Freue mich voll drauf, wenn da mal einer einsteigt, ganz klar. Aber heute möchte ich eigentlich auf die Großbarsche mal gucken. Vielleicht klappt es, vielleicht nicht. Wie auch immer. Ich würde sagen, ihr könnt euch aufreuen. Ich hoffe, dass es für euch auch ein schönes Video wird. Lasst ein Like da. Die Neuen dürfen gerne kostenlos abonnieren, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Ich würde sagen, ich konzentriere mich jetzt aufs Angeln. Genau. Aufs Spaß haben. Und ihr auch. Also, bis später. Hoffentlich mit Fisch. Gell? So, hier versuche ich es mal mit 30 Gramm Jigs. Ja, die wo ich eigentlich auf Lambucas nehme. So, hier ist ein Hocker. Natürlicher. So. Und jetzt gebe ich da mal ein bisschen Vollgas. Immer wieder schöne Stops. Das Gewässer ist halt präsestiniert für seine Tiefen. Das heißt, man muss es wirklich absinken lassen. Ich habe hier dem auch jetzt eine farbige Schnur. Das heißt, ich weiß ganz genau, wie weit ich auswerfe. Ich weiß ganz genau, wie weit es tief ist dort. Genau. Und die Schnur kann ich euch wirklich empfehlen. Von Balzer. Eine 100% PE Schnur. Genau. Ist bei mir im Kanal. Kann man die auch bestellen. Da helft ihr mein Kanal, mir ein bisschen finanziell. Wäre eine coole Geschichte. Genau. Kann ich so weit empfehlen. Und das ist eigentlich so eine Schnur, auch beim Meeresangeln oder Oder, also gerade Erkundungstore ist das halt top, dass man halt immer weiß, okay, jetzt habe ich den Köder so weit ausgeworfen, der ist so weit abgesunken, da vorne ist es so weit tief, ohne jetzt großartig Schwimmer und so. Also gerade beim Karpfenangeln, viele Pop-Ups, Boilies, wie auch immer, da hat man keine Schwimmer, außer man macht die Technik, dass man sagt, okay, man haut einen Schwimmer raus, da füttert man auch mal an, dann setzt man eben da einen Karpfenköder, Boidy, Pop-Up, wie auch immer, Karpfenköder ab, dann zieht man den Schwimmer wieder zurück, dass es nicht für jeden sichtbar ist, wo man dann angelt. Und aber trotz alledem, Erkundungstour kann ich euch die Schnur empfehlen.
Das hier, genau, weite Würfel schafft man mit der, das ist jetzt eine 20er, die hebt wirklich ordentlich, also man, jetzt habe ich einen, oder? Bitte. Und das auch noch live, lecker mir, ey. Der ist irgendwo rein, direkt. Oh, Haken verbogen. Junge, 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 Junge. Was ist los? Das war eine Maschine. Das war was Größeres. Genau. Ihr wisst ja, nicht verzagen, Ibo fragen. Lan hat immer so Zange dabei. Und dann ein bisschen nachbiegen. Scheiße, da ist sogar ein bisschen Blut drin. Also hat er den richtig im Schlund drin gehabt. Und dann hat er den ausgespuckt. Und ist wahrscheinlich ins Gras rein. Oder irgendwo ins Kraut. Den abzuschütteln. Aber ich bin mir sicher, der ist noch da. Das sind die ultravioletten Köder. Und die haben hier noch solche Vertiefungen. Unter Wasser geben die nochmal Druck ab. Also wenn man die dann bewegt, dann machen die nochmal Druckwellen. Umgeswitcht auf Barschimitat. Ihr kennt ja von der Firma Diver, die nehme ich gerne. Hab da eine Glasrassel drin, Jabroshka Rig System, weil es hier in der Ecke ein bisschen verkrauterter ist. Habe ich hier die Haken natürlich im Gummiköder und genau, klein, 9 cm, benutze ich gerne, immer Stahlvorfach, wenn es auf Esox geht und ja, man erwarten kann, sagen wir so. Und ja, so sieht meine Montage aus. Habe jetzt gerade 25 Gramm Blei dran, dass ich auch ordentlich rauskomme, genau. Allerbeste. Rhabarberkuchen, weißt du, Lan? Beste Währung, überall, ganze Welt will diese Kuchen. Ich habe, du nix. Heute ist mal wieder voll anstrengend, so. Genau. War die ja das. Ist das anstrengend wieder. Alles. Alles voll. Danke, mein Schatz. Ich glaube, hier am See schmeckt er doch ein Tickel besser wie daheim. Ich habe das jetzt aber auch gebraucht, muss ich echt sagen. Schon anstrengend, so eine Angelei, auf jeden Fall.
könnt ihr euch gar nicht vorstellen, wie lecker das ist. Also, furchtbar lecker kennt ihr ja. Das nennen wir da mal 17. So lecker ist das. Ein bisschen was für die Natur auf jeden Fall. Immer wenn da lassen. Wichtig, weißt du. Nur diese Schnecke fressen. Schnecke fallen im Wasser und Fische auch wieder Schnecke fressen. Habe ich gefüttert. Also ist mein Fisch. Ist doch klar, oder? Was trinken wir noch? Oh ne, ein Käffchen, ne? Trinken wir zwei Tee, zwei Kaffee, zu halbe Tassen. Also eine ganze Tasse, das passt schon. So. Ja, ich denke mir, ich sollte vielleicht auch ein Mittagsschläfchen machen. Zum Mittagssitz, das tut mir gar nicht gut. Jo. So Leute, ganz gemütlich, ihr seht, Angelstuhl aufgestellt, ausgeworfen. Da müsst ihr da halt wirklich lange warten, bis da die tiefsten Stellen haben wir hier, ich glaube 23 Meter, genau, die tiefsten Stellen 23 Meter. Ihr müsst da ewig warten und dann ja, geht der Angeltag ewig. Also ich suche hier unten ab. Und darum, so ein Stuhl macht sich immer gut. Ja. Auswerfen, warten bis er unter ist und dann herzuppeln. Mehr ist die Kunst eigentlich nicht. Wegen dem habe ich auch eine große Spule, 5000er. Eine schöne Weitwurfschnur. Meine 240er leichte Lexa-Route. Wurfgewicht 30 bis 70. Für die Angelei perfekt. Und so fängt man auch wirklich Fische. Gell? Geduldig, kein Stress, man ist leise. Ich wechsle da haben jetzt mindestens drei Köder. Und dann sehen wir, ob die jetzt hier an der Kante sind oder da oder da drin. Ob es überhaupt speist. Ja. Schauen wir mal. Hey Kalle! Lan! Komm mal! Lan, Köpek! Bist du ein süßer Hund? Ja, bist brav. Das ist der Kalle. Ist wohl schon YouTube-Star. Das ist cool. Ja. Echt witziger Hund. Ja, ich hebe mal auf für die Ewigkeit. Ja. Oh, schon 13, da wird es wie die Zeit vergeht. Jetzt kann ich aber wirklich behaupten, dass ich um den ganzen See rumgekommen bin. Ich habe hier, ja, heute Morgen auf der Kante habe ich einen Angeln sehen. Ja,
ich kann mir gut vorstellen, dass das wieder diese Karpfenangler waren, weil ich habe hier vorne gibt es eine Zunge, die ist jetzt ein bisschen heller. Ich weiß nicht, ob ihr das auf der Kamera seht, aber da bin ich mal vorgelaufen, also wirklich matschig, und da waren richtig große, ja, ich sag mal zwischen 80 bis 100 Gramm Bleie war da im Matsch, das heißt Wurfweite von dort erreichbar dort. Also hier angeln sie irgendwie auf Karpfen und so, aber ich versuche es heute noch auf Hecht. Das ist meine letzte Position, habe ich jetzt beschlossen. Hier werde ich bleiben. Hier ist eine mega Struktur im Wasser. Das sind so richtig schöne Berge hier. Hier werde ich bleiben. Hier werde ich jetzt nochmal, ja, ich denke mir 6, 7, 8 Köder, schöne große Gummifische, Jigs, dass ich weit rauskomme. 30 Grammer, da komme ich auf jeden Fall bis zu dem Hellen eben raus. Also hier, ja, müsste ich schon gut rauskommen, und dann suche ich das hier nochmal ab. Und da hat es nochmal zwei Positionen nebendran. Vielleicht erwische ich noch hier meinen ersten Maihecht. Ansonsten zwei Karpfen habe ich gesehen. Ein Barsch und ein Nachläufer, ein schöner, ich sag mal, der hat vielleicht so maximale 35 gehabt. Ich würde sagen 30. So, war ein schlankes, schönes, gesundes Tier, das habe ich gesehen. Darum immer wichtig, Polarisationsbrille, Leute. Sonst hätte ich den wahrscheinlich dort nicht gesehen. Wellen und dann die Sonne und die Spiegelung auf dem Wasser hätte ich nicht gesehen. Oder besser gesagt, wir haben es gesehen. Da war noch mal ein Angler, und genau, mit dem habe ich ein bisschen Pläuschen gehalten und habe da nebenbei geangelt, und dann hat man den Barsch noch nebenbei gesehen. Der hat aber auch noch eine Polybrille angehabt. Also wie gesagt, wenn wir keine Polybrillen angehabt hätten, dann hätten wir es wahrscheinlich auch nicht gesehen. Wie auch immer, lange Rede, kurzer Sinn. Meine letzte Position, ich versuche es noch mal. Bis jetzt vorne habe ich einen Fisch dran gehabt, definitiv war was Großes. Danach muss ich aber sagen, da war auch ein bisschen Blut dran an dem Drilling. Der Drilling war aufgebogen, ist ein Karpfen gesprungen. Ich glaube, ich habe einen Karpfen am Rücken erwischt, denke ich mir. Da habe ich den Karpfen zweimal springen gesehen, und am Rand habe ich zwei immer wieder hin und her schwimmen sehen. Also ich weiß nicht, ob einer von denen das war, wo ich dann eventuell erwischt habe. Ich behaupte einfach, dass es ein Karpfen war, weil ein Hecht wäre ja wahrscheinlich nicht mehr abgekommen bei den scharfen Drillingen. Und außerdem hat es wirklich den Drilling nach außen gebogen, und obwohl das gute Haker sind, aber ja, manche Fische sind einfach so stark, entweder brechen eben die Federstahl, Karabiner, Wirbel, Snaps, Haken, oder sie biegen sich auf, wenn zu viel Metallmischung drin ist. Und in dem Fall war halt zu viel Metallmischung. Genau, ich werde jetzt schon mal ruhig einen Kaffee trinken, mir ordentliche Köder aussuchen, und ich sag mal, jetzt ist 16 Uhr. Ja, ich denke mir, bis 18 Uhr mache ich definitiv hier, wenn nicht ein bisschen länger. Und genau, schauen wir mal. Ich hoffe, dass ich noch einen erwische. Und wie ich sehe, ohne Polybrille würde ich das nicht sehen. Das sind lauter kleine, also heißt das, ja, stimmt, einen Jig habe ich verloren. Den, wo ich da drüben verloren habe, in Pink, den mache ich jetzt dran. Mit dem komme ich weit raus. Ist genauso schlank wie solche, oder weißt du was, ich mache einen kleinen Gummifisch dran, genau. Kleiner Gummifisch und den Jabrushka Rig, genau, mit dem fange ich an. Genau, also, ich hoffe, dass der Meter jetzt gleich einsteigt, und dann seid ihr auch wieder dabei. Gell? End vom Lied, ich habe einen Biss, ja, definitiv einen Biss gehabt. Hier am Rand, und jetzt wird es mir aber echt zu windig. Fische gesehen, Karpfen, ein Nachläufer und schöner Barsch. Denn ja, ich behaupte, ein Jig, ein Karpfen halt hinten irgendwo am Rücken gehakt, der Haken aufgebogen, Karpfen springen gesehen. War hier an dem See echt schön. Ja, aber sollte nicht gewesen sein, wie auch immer. So ist es halt.
So ist die Realität. Ich meine, bei mir ist ja wirklich immer real angeln gehen. Da würde es mich natürlich auch wieder freuen, wenn ihr ein Like da lasst, einen Kommentar, den Kanal eventuell abonnieren. Ihr wisst ja, bei mir ist es realistisch und ich könnte jetzt auch irgendwie 30 Mal angeln gehen und euch irgendwie, was weiß ich, ein Video zusammenschneiden, wo ich dann, was weiß ich, vielleicht 2-3 Fische gefangen habe. Aber das ist so in der Realität eben nicht. Vor allem hier im Umfeld in der Realität hat man immer wieder mal Glücksmomente, wo man den einen oder den anderen Meter landen darf. Aber heute soll es eben nicht gewesen sein. Aber trotzdem war es wirklich schön. Ich habe 14.504 Schritte. Ich habe daheim einige noch mehr gemacht. Also ich sage mal, 15.000 Schritte habe ich bis jetzt gemacht. Ich werde heimradeln. Dann habe ich mein Sportprogramm auf jeden Fall für heute ja, hinter mir, sage ich mal. Dann habe ich mir noch mal ein Stück Rhabarberkuchen definitiv verdient. Und ja, ich sag, wir sehen uns beim nächsten Mal. Passt auf euch auf. Bleibt anständig. Habe die Ehre. Bis die Tage. Tschüss.